Nashville Hot Chicken. Heute dreht sich alles um dieses Gericht. Wir schauen uns an, wie man dieses würzige Meisterwerk zubereitet, was es so einzigartig macht und wie scharf es wirklich ist. Wenn du genauso begeistert von Chicken und Schärfe bist wie ich, bleib dran und lasst uns gemeinsam herausfinden, wie scharf und wie gut Nashville Hot Chicken in Deutschland schmeckt. Okay, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in Wiesbaden bei der Moritzstraße. Moritzstraße? Was hast du zur Moritzstraße zu sagen? Komm, sag. Guck mal, als alle. Ja, okay. Ein Moment, es ist richtig geil, dass hier in Wiesbaden eine geile Bewegung da ist. Die Moritzstraße blüht richtig auf, seitdem wir da sind. Es kommt ein Spot nach dem anderen. Heute sind wir bei Fried 90s. Ja, ich verbringe aktuell mehr Zeit mit dem Mann und mit dem Mann als mit Lukas, weil Lukas prominent geworden ist und alleine nach New York geflogen ist. Verdammt nochmal! Nein, halt Spaß! Wir sind auf jeden Fall wieder in Wiesbaden und haben hier einen Nashville Hot Chicken Spot, der sehr, sehr lecker sein soll. Ich bin ehrlich, weil viele Leute da draußen denken, ja Randy, du kriegst ein bisschen Geld, dass du da Werbung machst. Ich war gerade drin, hab mich schon so ein bisschen durchprobiert und ich zeige euch jetzt die Sachen, die ich am leckersten finde. Oh, was ist Nashville? Nashville? Ja. Ist eine Ortschaft. Ah, okay. Und diese Würzung und die Zubereitung von diesem ganzen Chicken, das habe ich schon im Intro erklärt, kommt aus Nashville. Ah, okay. Ja, Schwarze haben das erfunden, das war ja klar, Chicken. In Hessen oder in Amerika? Das ist in Hessen. Mit Soße oder ohne Soße? Schauen wir rein in den wunderschönen Laden, der auf jeden Fall sehr, sehr voll ist. Come get your chicken fried 90s. Ja, es ist auf jeden Fall voll aus. Kari, mein Bester. Was sagen wir zum ganzen Design? Ich sag ehrlich, wenn man in die Richtung gucken würde, ja, dann wären wir nicht in Wiesbaden der Moritzstraße. Genau. Was ist ja geil, Mann. Ja. Fried 90s, cooler Name, finde ich geil. Dann habt ihr hier oben die ganzen Menüs stehen. Ich will jetzt hier nicht so rumfilmen, weil hier viele Leute sind. Fried 90s? Ja. Ja, aber warst du nicht hier? Nein, ich war noch nicht hier. Was müssen wir bestellen? Ich sag dir ehrlich, den Classic Chicken Burger. Ja. Da ist Krautsalat. In Nashville Hot Chicken Style, oder? Ja. Ja, Nashville die beiden. Aber du musst mit Krautsalat drauf haben. Das ist der perfekte der Burger? Ja, Mann. Okay. Meinst du das erlaubt? Oder nimmst den Coleslaw extra und machst hier drauf, so ein Scoop immer. Dann machen wir das so. Was brauchen wir dann noch? Und die Tenders. Tenders und Pommes. Pommes müssen man immer dazu machen, damit wir wissen, wie gut sie sind. Ich sag mal eins, das Gewürz, was sie da drauf haben, ja, das ist nicht die Standard-Pommes-Gewürz. Also wir hätten gerne einmal Nashville Hot Chicken. Ja. Als Menü oder einzeln? Was heißt Kombos? Mit Pommes, Mac and Cheese, also mit Beilage, nee, so ein Getränk. Einzeln. Okay. Dann hätten wir gerne Tenders. Tenders und Schlangen, ob wir noch da haben. Haben wir noch da, ja. Habt ihr? Okay. Ich hab einfach lassen. Dankeschön. In der Küche sehr, sehr viel los. Hier haben wir die zwei Chefs. Wie geht's? Alles klar? Alles super. Es wird sehr, sehr viel gearbeitet, sehr, sehr viel geackert. Viele Leute denken sich, wenn man so Chicken zubereitet und etc., dass es so ein einfaches Ding ist. Nein, verehrte Damen und Herren, ist es nicht. Chicken ist mit Köpfchen gemacht, vor allem Nashville Hot Chicken. Wie seid ihr darauf gekommen, das zu machen? Bruder, wir lieben Chicken, wir lieben Essen, es gibt kein geiles Chicken und jetzt gibt's geiles Chicken. Kurz und knapp, Bruder. Ich bin gerade in Hektik, sorry, Bro. Perfekte Chicken muss juicy sein, knusprig, alles drum und dran, weißt du, was ich meine? Ah, scheiße, kommt genau diesen. Ja, das ist eine Mischung aus Cayennepfeffer, brauner Zucker, das wird mit heißem Öl gemischt, dann tunken wir unser Hähnchen da rein und es wird dann nochmal getoppt mit demselben Gewürz. Ja, für die Jungs, machen wir das. Okay, sehr. Ich mach das, damit es sich zusammenkippt. Guck mal, ich hoffe mal, dass wir hier abgeben wollen. Noch eine? Also Ladies and Gentlemen, es ist auf jeden Fall Full House da drin. Wir werden hier an diesem kleinen Platz essen. Hier haben wir den zukünftigen, jetzt kann man schon sagen, World Champion. Wenn alles gut läuft. Wir wünschen dir viel Glück. Und Glück eigentlich. Jawohl. Erfolg. Gesundheit, Erfolg. Alles was dazugehört. Ja, Gesundheit ist das Wichtigste, weil wenn er fit ist, dann wird es eh ein easy going. Hä? Was Weltmeister? Tischtennis. Bruder. Schau ihn doch an, der sieht aus wie ein Tischtennisprofi. Okay. Die Leute wissen schon. Aber wusstest du, dass er Tischtennis, was warst du für Meister? Bezirksmeister. Bezirksmeister im Tischtennis war er. Jetzt wirklich? Ja, ja, der hat in der Schule Tischtennis also gespielt. Also du zockst mich ab im Tischtennis. 100%, und was du willst. Bruder, kann ich sagen, dass du mich verprügelst und im Tischtennis fertig machst? Mit 17. 18? Nein, 17. Er ist 17. Sag die Wahrheit, ich lüge. Bruder, dieses Getränk kommt aus Arabien, Bruder. Arabien ist ein Land?
aus Syrien und Arabien. Na, das ist in Hessen, oder? Ja, Bruder. Hier vorne ist ein syrischer Supermarkt, der da vorne. Ja. Der hat wirklich geile Sachen. Da kriegst du wirklich Sachen, die du in der Heimat hast. Das hier ist ein Getränk, das haben wir immer während Ramadan in Jordanien getrunken. So, das war eiskalt, du hast den ganzen Tag gefastet. Nach dem Essen hast du genau so ein Ding weggezischt. Ist das salzig oder süß? Süß. Tja, das ist eins, mal so, das, also ich weiß nicht, ob das gesund ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier in Deutschland zugelassen ist. Wie ist das? Bruder, das ist kein Auto, das ist ein Getränk. Das musst du nicht zulassen. Soll ich dir sagen, wie, ein bisschen, wie das schmeckt? Wie ein sehr süßes Uluda. Ja? Das geht in die Richtung von Uluda. Ja, Mann, ja, Mann. Du hast den ganzen Tag gefastet und dann trinkst du das Ding als Kind. Ich feier bei manchen Getränken auch Dose mehr. Was ist dein Ranking? Glasflasche, Dose, große Plastikflasche oder weiche Plastikflasche? Oder jetzt? Oder welche Flasche? Auf welcher sitzt du? Ja. Ja, Bro, deine Soße noch? Dankeschön. Ja, lass dich schmecken, ja? Danke, danke, danke. Das ist die Comeback-Soße, Bruder. Comeback nennt ihr die? Comeback. Comeback. Genau, so auf Raising Cane's angelegt. Ja, ja. Stimmt, stimmt, die holt dich wieder. Die Soße holt dich wieder. Das ist das Highlight, oder? Muss ich mir merken. Was wird denn am meisten bei euch eigentlich bestellt so? Ich sag ehrlich, Nashville-Style-Burger. Ja? Ja, Mann. Die habt ihr eigentlich auch noch was Schärferes als in Nashville? Nee. Leider nicht. Noch leider nicht. Ich wollte so machen, dass es pikant ist, aber auch jeder bestellen kann, weißt du? Ah, okay, geil. Beste Bestellung, Nashville-Style-Burger mit extra American Cheese. Coleslaw drauf, normale Fries, Comeback Ranch und Three-Piece-Tenders, Nashville-Style. Krass, also du kannst bei dir auch noch Käse auf dem Burger drauf bestellen. Ja, klar. Das wusste ich gar nicht, aber ich hab mir bestellt. Waren alle bei Raising Cane's und haben gesagt, wow, diese Soße ist so krass. Das ist, was ihr alle sehen wolltet. Das hier, dass man so macht und dann so viel Soße dran hat. Ich sage euch eine Sache, die Soße hier, ich habe die bei Raising Cane's probiert, schmeckt geiler, meiner Meinung nach. Probier's mal die Soße. Komm back, gell? Du hast keinen Hunger, gell? Doch, Bruder, ich hab Hunger. Ist zu viel Soße. War zu viel Soße? 100%, aber die Soße schmeckt geil. Die Soße ist geil? Mhm. Die wiegt einfach halbe Kilo. Das ist auch so eine Sache. Ich muss sagen, diese Soße, dieses Chicken ist zwar Brust, aber trotzdem juicy. Und zwar so juicy, dass du dich wirklich nicht beschweren kannst. Das ist Saft, Bruder. Echt viel Brust, ja, ist Saft, gell? Hey, brutal juicy. Ich war auch bei Raising Cane's, die hat so ein Nachbrennen bei Raising Cane's. Kennst du das, wenn du so reingedippt hast? Die hat das nicht, das ist so eine angenehme Schärfe. Aber hier ist nichts scharf. Also das, was ihr gerade erklärt hat, es ist alles für jeden. Aber jeden. Für den manche Fall. Windliche Leute, die, für die ist es scharf. Also ich kann mir vorstellen, dass meine Frau essen kann. Die hier, diese Gewürzmischung, die hier drauf haben, extrem Pringles-Vibes. Mhm. Weißt du, was ich meine? Diese schwarzen Pringles. Geil. Ihr habt ja auf jeden Fall gesehen, es dreht sich hier um Chicken, und zwar um saftiges Brustchicken. Jetzt zeige ich euch für mich, glaube ich, den perfekten Burger. Ihr bestellt euch den Nashville Chicken, ja? Dann nehmt ihr ein bisschen was von dieser Soße. Ich glaube, dass es Sinn macht. Nicht zu viel, weil die ist sehr geschmacksintensiv. Irgendwas mit Mayo und Ketchup sein. Wahrscheinlich ist nur Mayo und Ketchup, und ich tue so, als hätte die Soße mein Leben verändert. Dann Krautsalat. Boom. Aber der Krautsalat, muss ich sagen, ist ein Top-Krautsalat. Schmeckt sehr, sehr gut. Pfeffrig, schmeckt wie ein Premium-KFC-Krautsalat und nicht so süß. Bruder, das ist schon fett. Du bist so fett, Bruder. Ja, Bruder, du kommst hier auch nicht her, wenn du in die in 5 Tagen zur Weltmeisterschaft gehst. Und dann, boom! Jetzt, glaube ich, hat man den perfekten Burger. Für Friday, wie heißt es nochmal? 90. Ich sag immer Friday's 90s. In diesem, will jemand beißen? Bruder, das ist dein Bite. Okay. Perfect Bite, wie Bernd sagt. Man sieht sie auch so schon, dass es auf jeden Fall saftige Hühnerbrust ist, Ladies and Gentlemen. Bei dem wirst du sehen. Das ist schon crazy. Ja, ja. Bock. Ich glaube, wir werden diese Burger hier genießen. Es ist ein super Spot. Ich weiß, viele. Viele Heimspots machen auf und man sieht immer wieder hier und da und Amerika und sowas. Ich finde, die bringen ein Stück Amerika auf jeden Fall hier nach Deutschland. Vor allem, wenn du im Nahen bist. Vor allem, wenn du im Nahen bist. Also, wenn du im Nahen bist. Zwei junge Kerle. Der eine ist 20, der andere ist 22. Genau. Die haben alles auf eine Karte gesetzt. Ich traue den Jungs zu, dass sie nochmal ein bisschen. Nochmal eine Schippe drauf. Es gibt noch Sachen, die man verbessern kann. Essiggurken können noch mehr Flavor bekommen. Ich finde auch, die Panade ist noch ein bisschen zu locker. So, das kann man schon noch sagen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr leckeres Chicken Sandwich. Applause, Applause, Fried 90s. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Sehr stark. Checkt Burger Hannes Kanal ab. Süffchen fährt auf die Weltmeisterschaft. Instagram ist unten verlinkt. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Lass uns auch nochmal verlinken. Okay, Bruder. Verlinkt dich auch noch. Okay, you said. Too late.
habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Herzlich willkommen Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg und Belgien. Türkei auch noch. Guten Morgen alle deutschsprachigen Länder. Heute drehen wir einen neuen Food-Vlog auf. Was geht, Leute? Herzlich willkommen Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg und... Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen bei Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Deutschland, Belgien.